So, Mittagessen hier in irgendeiner Blechhütte hier. Ja, moin. Vertraut mir mal, diese Restaurants sind die besten. Ja, bloß nicht schocken lassen von dem Angebot, was es hier gibt. Das schmeckt hier wirklich tausendmal besser als in irgendeinem Hotel oder was auch immer. Ja, Mini Big C, ne? Da ist uns aufgefallen, dass wir Wasser vergessen haben. Wir nehmen ja sonst noch Wasser mit, immer zum Essen. Ja, Mini Big C ist gleich um die Ecke. Allerdings ist ja dementsprechend ja auch das Zuhause gleich um die Ecke. Und anstatt jetzt nach Hause zu gehen und das Wasser noch zu holen, was wir generell schon haben, gehe ich einfach hier hin, wie man es mir halt auch vorschlägt. Ja, das ist absolut Hartz-IV-Lifestyle. Die gute alte Kitchen Sauce, wer kennt sie nicht? Das find ich gut, das ist auch traditionell. Das ist hier mein Khao Phat Gung und das serviert auf Baitong. Das ist Bananenblatt. Das finde ich ganz gut. Das ist ein Laden hier, der so auf Plastik ein bisschen verzichtet. Ne? So machen nicht viele Thailänder. Ich bin wieder auf dem Thai-Markt. Das ist halt einfach geil. Märkte sind super. Alter, hier gibt's alles. Gibt es da hinten hin. Warum denken alle Thailänder, die wären voll cool? Ja, ist sehr eng hier. Leute, einen Besuch bei 7-Eleven abstatten. Oh. Lol. Tja. Schwierig. Das sieht ja auch äußerst interessant aus. So, man hat mir gesagt, das heißt Kanum. Aber ich weiß, was Kanum heißt. Kanum heißt Süßigkeit. Ja, was genau das ist. Luai. Banane wieder. Ey, alles mit Banane hier. Das ist hier so ein Kokos-Shake. Ja, es ist eines der besten Shakes, die ich je getrunken habe. Das ist eine typische, richtig traditionelle thailändische Speise. Ja, also nicht China-Pfanne oder China-Ente, sondern richtig Thai, ja. Das heißt Som Dam und das ist einer meiner Lieblingsgerichte. Und in Thailand sind die Dinger natürlich auch extrem scharf. Ja. Für die Schule. Ja, der hat auf die Fresse bekommen. Ja, die mag. Sehr gut. Ich bin hier in einem Restaurant, das sich hier so an britisch-englische Speisen orientiert, ja, oder so. Die Wände sehen natürlich extrem britisch aus und da ist ein Schal von FC Chelsea und Atletico und ja, Atletico darf einfach nicht fehlen. Stände.
würde mal sagen, diese Ecke, also diese Stelle hier, bietet das übliche Bild einer thailändischen Stadt. Ja, nimm Bad. Ah, Gott, ey. Also, ja. Also hier Geld rausholen aus meinem Portemonnaie ist leichter Krampf. Ne, ich hab schon. Danke. Also, das ist hier ein oh, Alter, Gewichtmesser, lol. Eine Waage, öffentliche Waage, hier bei 7-Eleven. Und da kannst du einfach denken, da kannst du einfach hier gucken, wie viele wiegst du. Einfach. Ja? Oh, jui. 75,9. Ja, das habe ich jetzt hier erfahren. Also wenn man hier rauskommt oder was gegessen hat und hier konnte ich hier für einen Bart ein bisschen depressiv machen. So. Geil. Gecko.